Der bekannte TV-Komiker ist ein unkomplizierter Typ. Er tourt durch die Lande und hat nach langer Fernsehpräsenz die Bühne wiederentdeckt. Bereits 150 Mal hat er sein Programm Stehaufmännchen präsentiert und bastelt schon wieder an seiner neuen Bühnenshow Halbzeit, mit der er kommendes Jahr erneut auf Tournee gehen will. Alles muss sitzen, die Gags zu lernen ist harte Arbeit. Denn die Gags vorher auch mal so geprobt, also ob sie ankommen bei im Bekanntenkreis oder so, gibt es sowas? Das eine oder andere mache ich, ja, aber ich mache das jetzt seit über 25 Jahren, da denke ich mal, weiß ich schon, was gut ist und was ja? nicht gut ist. Ja, ja, aber weiß man irgendwann, ja. Über die Leute lachen und ja, so. Ja, es muss halt zu mir passen. Wenn ich drüber lachen kann, dann muss es gehen. Ach so, dann muss man selbst... Mir muss gefallen, ich muss zumindest mal schmunzeln können und das dann rüberbringen, dass es die Leute lachen. Brandenburg! Profitlich muss bei seiner Show natürlich auch mit der Zeit gehen. Die aktuellen Trends werden auf seine Weise auch verarbeitet. Habe ich mir ein Smartphone besorgt. Muss man heutzutage haben. Smartphone muss man haben. Smartphone muss man unbedingt. Smartphone. Hey, Smartphone. Zing, Smartphone. Ja, sicher. Smartphone. Hey, hey. Und Apps. Apps. Ganz viele Apps, Apps, Apps. Ganz viele Apps. Ich habe eben noch einen Bounty gegessen. Kann sein, dass ich gleich noch runterkommen, Leute. Ganz viele Apps. Apps, 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 Apps. Ja? Ganz viele Apps. Und ich habe hier eine App drauf. Da brauche ich nur drauf zu drücken, ja, und dann sagt mir die App, wo ich mich gerade befinde. Das ist schon Wahnsinn, ne? Ich mache das, aber ich drücke jetzt einfach mal drauf hier auf diesen digitalen blinden Hund hier. Ne? Ist ja für uns sehr praktisch, die wir so viel auf Tournee sind, unterwegs sind. Ne? Und heute Abend sind wir dann halt in... Ist denn überhaupt schon erschlossen hier, sag mal? Klar, Gags auf Kosten anderer zünden immer am meisten. Humor ist, wenn man trotzdem lacht. Und gute Laune hatten die Besucher mitgebracht. Sie alle kannten den Star ja aus seiner Kultserie Mensch Markus bei Sat.1. Es ist ja auch bei Mensch Markus. Ich meine, habe ja selber produziert und da auch immer alle Sketche selber ausgesucht. Da war es also ganz selten, dass ich mal gesagt habe, wenn mich einer überzeugt hat, ja komm, mach das trotzdem, auch wenn es dir nicht gefällt, das ist gut. Oft lag ich richtig ganz selten daneben. Also es hat manchmal hat's funktioniert, aber die meiste Zeit nicht. Das war ja meine Lieblingscomedy-Serie Mensch Markus. Meine auch. Schade, dass es die nicht mehr gibt im Fernsehen. Ja, sie wird ja leider wiederholt, bis der Arzt kommt, aber neue sind auch nicht geplant. Nee? Nein. Schade. Ja, es waren 2.500 Sketche, da muss jetzt mal was anderes her. Profitlich, so sagt es ja eigentlich schon sein Name, ist Profi genug, um wieder was Neues hinzukriegen. Er hat schon so viel mitgemacht in seinem Leben, war Bofrostfahrer, arbeitete als Tischler und hat die verrücktesten Typen kennengelernt. Obwohl, ich hatte auch schon 5 Geschwister, die waren auch schon bekloppt. Das wurde mir schon in die Wiege gelegt, da ich der Letzte von allen 6 bin. Also ich hatte ein gutes Panorama da vor mir. Ja, also im Kölner Bereich gibt es ja auch viele irre Bekloppte und Karnevalisten. Und ja, sicher. Ich bin auch eher so eine rheinische Frohnatur, sag ich mal. Im Gegensatz zu einigen Kollegen von mir, die wirklich eher so sauertöpfig sind, aber da bin ich eher nicht. Auch privatlustig jetzt eher, oder? Ja. Ich wache jetzt nicht morgens auf und erzähle meiner Frau zuerst mal einen Witz. Das mache ich nicht, aber meine Kinder haben schon zu lachen. Die Zuschauer auch. Sie amüsierten sich über seine teilsterben Schoten. Was wäre, wenn es das früher gegeben hätte? Wenn zum Beispiel Christopher Columbus einen Navi gehabt hätte. Ja? Der wäre ja wirklich bis nach Indien gekommen, wo er eigentlich hin wollte. Und Amerika wäre bis heute vielleicht gar nicht entdeckt. Oder Hannibal. Hannibal mit seinen Elefanten über die Alpen. Ja, mit den Elefanten über die Alpen. Wenn der zum Beispiel Google Earth gehabt hätte und hätte gesehen, was da auf ihn zukommt mit den Elefanten über die Alpen, hätte er doch gesagt, Freunde, wir hängen noch ein Jahr oder zwei dran. Wir laufen schön außenrum an der Côte d'Azur entlang. Ja, so like ice in the sunshine, verstehst du? Aber es gab auch Tiefen in seiner Karriere. 2009 blieb einfach die Stimme weg. Profitlich konnte Monate nicht mehr auftreten. Es gab existenzielle Ängste. Hat's alles nicht gegeben, das Zeug damals, ne? Ja, wenn die Stimme, also wenn man gar nicht mehr sprechen kann, dann denkt man sich schon, ja, muss einen Taxischein machen oder so. Aber so nach und nach kam es dann wieder. Das waren 60. Oder Busfahrer werden. Ja, oder Busfahrer. Dann kann man die Kinder auch nicht anschnauzen. Haltet die Klappe rein! Nun, seine Sprache hat er wiedergefunden und seine Show begeisterte auch sehr viele junge Besucher, die vielleicht zum ersten Mal ins Theater gekommen sind.